Tada! 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 Hallöchen zusammen. Jetzt irgendwie ein komischer Anfang. Egal, lass mal drin. Ja, hallöchen zusammen und willkommen zum vierten Vlog in diesem Jahr. Ey, Wahnsinn, schon 4 Wochen vergangen. Hier in Berlin sind nächste Woche schon wieder Winterferien. Da frage ich mich, wie oft haben denn die Schüler überhaupt Ferien? Damals vor 15 Jahren, es klingt komisch, wenn ich sage damals, dabei ist es erst 15 Jahre her. Es ist irgendwie, Zeitempfinden ist komisch. Naja, auf jeden Fall, damals in der Schule kam es mir wesentlich länger vor, die Zeit zwischen den Ferien. Und jetzt denke ich, what? Die haben schon wieder Ferien? Wieso? Wie das? Ich habe doch auch nicht so viele Tage Urlaub im Jahr. Naja, gut. Auf jeden Fall, ja, die Zeit vergeht einfach wesentlich schneller. Und auch Arbeitstage, manchmal denkst du, was? Schon wieder 16 Uhr? Du hast doch heute so gut wie gar nichts gemacht. Es ist manchmal, es ist echt komisch und vor allem, dass die Zeit wieder so schnell vorangeht. Hier, ihr seht, hier meine helle Seite. Ich werde natürlich heute sehr angestrahlt und ich habe die Haare schön. Nee, es ist absolut nicht gegelt oder so. Das ist halt, weil ich draußen war und die Mütze, wenn ich eine Mütze aufsetze, also habe ich die hier irgendwo überhaupt gerade rumliegen? Nee, leider nicht. Ich weiß nicht, ob ihr diese kennt, diese Tweed-Mützen, da habe ich so eine Weise, das Einzige, was mir steht. Ich meine, gut, das ist halt, verdeckt nicht die Ohren, auf jeden Fall sieht man schon, ich werde doch ein bisschen älter, die Freiten, na gut, was soll's. Dieses Jahr wird der letzte Geburtstag mit einer 2 und dann 2018 die große 30. Naja, was soll's. Jeder wird mal älter. Ja, auf jeden Fall war ja heute so schönes Wetter und da war ich auch mal ein Stück draußen spazieren, beziehungsweise Pokémon Go. Hab echt ein paar, na, was heißt gute Pokémon? Viele Pokémon, sagen wir mal so, gefangen. Ansonsten irgendwo. Ja, ich merke dann immer, gerade wenn so frühlinghafte Temperaturen sind, die Sonne scheint, man geht spazieren, war halt doch schöner, als ich noch zu zweit war. Aber ist halt doch eine Weile her und naja, man kann es nicht ändern. Und ja, ich habe bisher noch nie so wirklich Glück gehabt in Beziehungen. Das längste war 6 Monate. Das Lustige war, dass ich mit der einmonatigen, sag ich mal, Beziehung, vielleicht die einen nennt es Beziehung, die anderen nennt es bloß kurz zusammen sein, weitergekommen bin, sag ich mal so, als mit der 6-monatigen. Aber gut, darum geht es gar nicht, aber irgendwie. Ja, gerade bei sowas vermisst man es schon irgendwo. Früh, Sonntag zusammen brunchen, dann ein schönes Stück spazieren gehen. Ich weiß noch, auch das war echt schön. Dann waren wir beim Mexikaner brunchen, das war auch mal cool. Und dann noch schön in Gärten der Welt. Das war schön. Es war, und vor allem, wenn ich mich dran erinnere, ich weiß gar nicht, welches Jahr das genau war, wo es ist. Also das ist jetzt schon etwas länger her, wovon ich gerade erzähle. Bewusst 2011 oder 2012. Ich glaube, es war 2011. Wie gesagt, es ist schon länger her. Da war es noch im November richtig warm, 20 Grad. Wo wir dann, war auch noch verkaufsoffener Sonntag. In Berlin hast du das öfter. Heute auch, weil Grüne Woche ist zu Ende. Ich hatte mir
echt überlegt, gehst du hin, gehst du nicht hin, aber es ist immer so voll und ich finde die Berliner Messe, die ist nicht schön. Sowas von überhaupt nicht schön. Also von daher, Obwohl eigentlich, vielleicht nächstes Jahr, vielleicht, es wäre meine Erfahrung, vielleicht auch nicht. Ja, dieses Jahr habe ich mir gesagt, aber nächstes Jahr. So, was steht an dieses Jahr? So, insgesamt dachte ich mal in meinem Leben. Also, es steht an, dass ich eine Verlängerung, also Entfristung auf Arbeit bekomme. Ich hatte ja nur einen befristet 2-Jahres-Vertrag. Und der läuft halt jetzt bis Ende, warte mal, ich merke mir das immer nie, wie viel Tage, also einige Tage, Monate kann ich mir gut merken, wie viele Tage die haben, und manche merke ich mir überhaupt nicht. Und dann mache ich mir immer hier so, gibt es so einen Trick, wie macht man das am, wie zeigt man das am besten? Und zwar hat man ja hier die Knöchel und dann gibt's das Innenstück und dann kann man immer so sagen, so, wenn man, zählt man so durch, Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, und dann weiß man, okay, 31, gut, Februar 28 beziehungsweise 29, dieses Jahr gibt's 28 Tage, und dann wieder 31. Das ist so ein kleiner Trick, wenn man sich's wie ich nicht merken kann. Ich habe absolut keine Ahnung, warum ich mir das nicht merken kann. Gerade wenn es in der Mitte des Jahres ist, so, das kann ich mir dann nicht so wirklich merken. Keine Ahnung, wahrscheinlich zu viel Sülze im Kopf. Na, auf jeden Fall bis zum 31. Juni. Und dann will ich mit einer Freundin von mir noch auf Fuerteventura. Das Problem bei ihr ist, dass sie immer sehr knapp ab erst Bescheid bekommt, ob sie Urlaub kriegt oder nicht. Und da könnte es halt schon sein, dass ein paar Sachen weg sind. Also wir wollen halt gerne all inclusive. Und na, so Ende April, Anfang Mai, da ist es dort auch schon schön warm und noch nicht zu heiß, und weiß noch nicht, Hauptsaison ist auch nur ein bisschen günstig. Das ist so, ja, ich würde dieses Jahr auch gerne mal nach Russland, Moskau und St. Petersburg. Da würde ich euch natürlich auch am Ende ein paar Videos zusammenschneiden. Ich bin euch ja immer noch so die Griechenland-Sache, die Kreta-Sache schuldig. Ich muss mich einfach nur mal hinsetzen. Ich bin wirklich ein faules Schwein vom Herrn. Anders kann man es nicht nennen. Es ist einfach so. Ich bin stinkend faul. Und manchmal habe ich da auch absolut keinen Bock drauf. Und vor allem, das ist so viel. Bei mir ist das Problem, gestern zum Beispiel hatte ich echt Lust, das Ganze mal anzugehen. Und ich gucke in den Ordner, wo die Fotos und die Videos sind, rein und sag so, leck mich. Über 500 Bilder, über 100 Videos, da wirst du nie fertig, was auszuwählen. Und da habe ich, aber ich, es wird irgendwann kommen. Also, ich hoffe noch dieses Jahr, ich kann euch aber keine Versprechungen machen. Ich habe sowieso noch einige Bilder und Videos. Zu Videos hat der eine oder andere gemerkt, es gab gestern noch ein Video zum Rekozug, wie der im Betriebshof in Weißensee einfährt, noch hoch. Einfach mal so zwischendurch in die Rubrik, also in die Playlist ÖPNV Straßenbahn. Apropos Playlist, ich habe jetzt gesehen, man kann ja jetzt auch mehr als 200 Videos in die Playlist hinzufügen. Ich hatte irgendwie gehofft, dass man zwei Playlists zusammenfügen kann. Das geht aber nicht, und die Arbeit, ey, die ist so aufwendig, dass dann aus den For Story Playlists, wo ich 100 bis 200 und dann 200 bis 400, die zusammenzufügen. Deswegen lasse ich die so, und die andere, die 400, ich bin ja über 600 Folgen jetzt hinaus. Genau, die, also 400 bis 600 habe ich noch, und dann die 600
bis die wird dann immer weiter auf, so bis zum Ende gefüllt. Ja, For Story hat sich leider noch nichts getan, ist nach wie vor noch die langsamen Frames. Ja, und ich habe bisher auch noch keine Lösung gefunden, weil GameDVR schon deaktiviert, Xbox-App runtergeschmissen, dann ja, Grafikbibliotheken ersetzen hat auch nichts gebracht. Also alle an die jetzt sagen, guck dir mal das und das und das an, was ich schon immer gerne, was ich immer wenig Video habe. Ich habe schon bestimmt, lass mich durchstellen, es war nicht ganz 20 verschiedene Möglichkeiten ausprobiert. Es hat nichts geholfen. Und meine GTX 960, die ist zwar nicht die allerbeste, aber For Story hat sie locker hingekriegt. Da war sie bei 200 Frames im Spiel und jetzt sind 15. Also es liegt nicht an der Grafikkarte. Bloß mal so, weil ich leider kommen dann immer die Experten und sagen, liegt an der Grafikkarte, probier doch da mal das und das, gib doch mal bei YouTube das und das ein. Und ich habe schon vieles probiert. Und in den Forum steht, abwarten, es wird an dem Problem gearbeitet und so weiter und so fort. Na, auf jeden Fall, was Neues kommt, was heißt was Neues, ich habe ja noch diesen etwas älteren Kanal-Trailer von 2012, 2013, ich weiß nicht mehr, wann ich den mal gedreht habe. Da ist auf jeden Fall noch Doom mit drinne, da ist noch Bioshock mit drinne, was natürlich etwas veraltet ist. Und ich habe mir schon ein Konzept gemacht für den neuen Kanal-Trailer und mal gucken, wie ich es mit den Rendern schaffe, ob der heute noch fertig wird. Auf jeden Fall möchte ich einen neuen Kanal-Trailer machen und es geht voran in Sachen IT-Tutorial. Ich habe ein neues, großes Projekt. Da werde ich jetzt noch nichts dazu verraten. Das IT-Tutorial richtet sich nicht direkt an Anfänger. Ich werde aber viel dazu erklären und wenn jemand in den Kommentaren hat, werde ich dazu natürlich auch erklären. Aber ein paar Sachen werde ich da einfach voraussetzen, zum Beispiel DNS-Server muss schon klar sein, was Routing sollte schon klar sein. Also einfach ein paar grundlegende Sachen sollten klar sein. Auch wie man mit einem Linux-Terminal arbeitet, sollte auch schon klar sein. Also das Ganze richtet sich in eine Linux-Geschichte, aber dazu dann mehr in dem Informatik-Tutorial. Also ich hoffe, es ist ein ziemlich großes Projekt, was natürlich in mehrere kleine Teile geschnippelt ist und ich werde euch da jedes kleine mitnehmen. Ich hoffe, ihr habt Spaß daran und ja, ich habe auch irgendwie das Gefühl, ich bin wieder in so einer Tretmühle gefangen, was ich eigentlich nicht machen wollte, weil Sonntag sind wir der Vlog, Sonntag werden immer die ganzen Spiele aufgenommen, also zurzeit Risen, Alchemie, was ja immer noch sonntags kommt, die 10 Minuten, das ist nicht so schlimm und so schwierig und auch na, ich komme gerade nicht auf den Namen. Wie heißt das scheiß Ding, wo ich die Burg einnehmen muss? Ich komme gerade echt nicht auf den Namen. Stronghold. Ja, wo ich zurzeit einfach an der Stelle hänge und keinen so richtigen Plan habe, wie es weitergeht. Naja, und es sind eigentlich nicht viel Projekte, aber trotzdem irgendwie, ich habe halt nur am Wochenende dafür Zeit. Ich muss mir da nochmal was anderes überlegen. Es passt so irgendwie, es fühlt sich für mich nicht mehr richtig an. Ich habe auf der einen Seite den Anspruch an mich, jeden Tag was zu bringen, dann die vorhandenen Let's Plays, die ich pausiert habe, fortzusetzen und auch immer mal noch was Neues zu bringen. Und
da ich Kino, da ich einfach total gerne ins Kino gehe und auch die UCI Unlimited Card habe, einfach euch auch so Kino-Reviews von den Filmen. Ich habe jetzt auch schon zwei kommen jetzt. Ich werde es, glaube ich, Montag und Dienstag ist nicht gleich, dass sie an den Tag kommen. Habe ich auch noch. Also Resident Evil, The Final Chapter, hatte ich ja schon im letzten und ich war jetzt auch noch am Samstag zu Split, auch ein toller Film. Er wird vielleicht wahrscheinlich nicht jedem gefallen, aber ich finde die Thematik sehr, sehr interessant. Gespaltene Persönlichkeit. Na, auf jeden Fall dazu mehr im nächsten Vlog. Na, das war's dann auf Quatsch. Kinocheck zu Split. Na, auf jeden Fall, das war's dann. Und wir sehen uns beim nächsten Vlog beziehungsweise beim nächsten Film wieder. Film. Beim nächsten Video. So nennen wir es. Also macht's gut. Ciao mit V und tschö mit Ö.